herzlich willkommen zu einem neuen Reiseprospekt ASMR Video. Paper Sounds, also Papiergeräusche. Show and Tell. Pinselgeräusche, also Brushing Sounds. Flüstern und Tracing. Nachmalen, Nachzeichnen von Formen und Silhouetten. Heute sehen wir uns das Rewe-Reiseprospekt an, um ein bisschen für Abwechslung zu sorgen. Nicht nur Aldi. Dieses Video ist nicht gesponsert. Ich habe das Prospekt mitgenommen. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit mit diesem Entspannungsvideo. Süße Träume und eine wunderbare gute Nacht oder Auszeit. Seite sehen wir bereits eine wunderschöne Landschaft. Und das ist Italien, wie wir hier lesen können, und zwar Ischia. Für 7 Nächte pro Person, Halbpension für knapp 500 Euro. Und dieses Prospekt bzw. die darin enthaltenen Angebote sind laut der Angabe hier oben bis zum 29. April 2022 gültig. Jetzt sehen wir hinein. Sehen wir sehr, sehr viel Text, um den wir uns jetzt aber nicht weiter kümmern werden, sondern uns die Bilder ansehen und die großen Buchstaben und Zahlen, wie in einem Kinderbuch oder einem Bilderbuch. Hier oben haben wir Griechenland, Kreta. Schon extra ausgewiesen, dass es bei deutschen Gästen besonders beliebt ist. Und wir haben hier knapp 600 Euro inklusive für 7 Nächte pro Person. Was ich an Griechenland oder generell den Mittelmeerländern so schön ist das zauberhafte Wasser, ist türkisblau, das Licht, diese Helligkeit, dieser strahlend blaue Himmel und oft auch die helleren Gebäude, die das Ganze noch heller und freundlicher aussehen lassen. Sehen wir auch ein mögliches Schlafzimmer. Hier steht das auch extra. Es ist ein Beispiel für ein Doppelzimmer. Superior. Somit etwas gehobener. Ziehe es runter, weil wir unten wieder so viel Text haben. Hier haben wir Deluxe-Reisen. Und zwar Portugal, Madeira.
bisschen an Hawaii erinnert, weil es auch eine Insel ist, die aus Vulkan oder Vulkangestein hervorgegangen ist. Mir hatte mal eine Zuschauerin gesagt, dass man auf Madeira alles findet, trockene Landschaft, aber auch Saft. Beispiel für ein Doppelzimmer mit Meerblick, das integrierte Hallenbad im Hotel, das Hotelrestaurant und das Wanderpaket und Funchal als Besuchort sozusagen. Das Ganze haben wir wieder für eine Woche pro Person, Halbpension, knapp 700 Euro. Der perfekte Urlaubsort für deine, ich sag jetzt deine, luxuriöse Auszeit. Das klingt ein bisschen persönlicher. Und zwar 7 Nächte pro Person ab 400 Euro. Da ist es natürlich mehr als verständlich, dass so viele dorthin reisen. Wenn ich noch an meinen Ostseeurlaub denke, auch wenn es zwischen Weihnachten und Neujahr
Es war unglaublich teuer, 1800 Euro. Es war auch eine Ferienwohnung, aber trotzdem sind natürlich ganz andere Preise hier. Hier steht aber nichts von Flug, also hier steht nicht inklusive Flug, hier steht nur all inclusive, aber das gilt, glaube ich, eher mal fürs Essen.
Bergers oder Berger Beau Vaillant Bay Resort, also scheint sehr schön. Eine ehemalige Kolonie, wahrscheinlich von Frankreich zu sein, weil das alles sehr französisch klingt. Das wusste ich nicht. Aber es sieht sehr französisch aus von den Wörtern. Und hier drüben haben wir dann Europa wieder. Dalmatien entdecken ohne Hotelwechsel. 7 Tage pro Person, Halbpension für 759 Euro. Sieht auch sehr schön und einladend aus. Wieder schön am Mittelmeer. Yosemite Nationalpark, Bakersfield und wieder Las Vegas am Ende. Und hier oben war noch Flagstaff, davon habe ich noch nichts gehört, aber Phoenix. Und dann gibt es noch Joshua oder Joshua Tree Nationalpark und Palm Springs. Argentina.
kannst du es besser erkennen. Hier drüben haben wir Nord- oder Südholland. Holland mit Rad und Schiff entdecken. Für 7 Nächte pro Person inklusive Vollpension. Knapp 600 Euro pro Person. Und hier unten haben wir noch eine Flussreise. Inklusive deutschlandweite Bahn, An- und Abreise, 7 Nächte pro Person, Vollpension für 529 Euro. Auf der umweltfreundlichen Costa Smeralda genießen. Mallorca ist auch dabei. Mal sehen, was wir hier alles haben. Wir starten in Barcelona. Dann geht es nach Mallorca. Dann Erholung auf See. Dann nach Palermo. Savona, auch Italien. Am Tag 8 nach Marseille, also Frankreich, und auf der Rückfahrt wieder Barcelona. Und hier haben wir 8 Nächte pro Person inklusive Verpflegung für 1.199 Euro. Ein wunderschönes Bild aus Barcelona. Steht auch noch inklusive 3 Ausflüge und My Drinks an Bord. Was für ein Bild, wow. Kein Wunder, dass manche Maler an solchen Orten oder auch manche Poeten oder Philosophen sich an solchen Orten so inspiriert gefühlt haben, sie dort gemalt und geschrieben haben. Sieht so schön aus. Und hier haben wir jetzt
Ich glaube, ihr
Heringsdorf ist noch zwischen Ahlbeck und Bansin, wenn ich mich recht erinnere. Sehr schöne Kaiserbäder. Und hier haben wir Bad Saro in Brandenburg, Baden am Brandenburger Scharmützelsee. Zu guter Letzt haben wir hier noch Wandern in Thüringen, und zwar Oberhof, Thüringer Wald, für 3 Nächte Halbpension. Hier unten Franken, also Bayern, und zwar Fichtelberg, 3 Nächte pro Person. Seite erwartet uns Andreas Cavalier, Volks Rock'n'Roller Fan Festival am 6. August in München. Eine Nacht pro Person ab 129 Euro mit Frühstück. Und hier unten noch Kraftwerk 3D, das exklusive Konzert. Bye bye. Ciao ciao.